Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Viele Beobachter sprechen von den schwersten Unruhen seit Jahrzehnten. Ein Altenzentrum, das sich noch im Bau befand, steht in Flammen. Es ist noch nicht klar, ob es mit den Randalen zusammenhängt. Autos brennen, Geschäfte wurden geplündert, Polizisten wurden mit Steinen angegriffen. Baltimore befindet sich im Ausnahmezustand, aber nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten. Denn die Stadt kämpft seit Jahren gegen die Armut, gegen die Verwahrlosung, gegen Drogen, gegen Kriminalität. Ungefähr 40% der Bevölkerung hat der Stadt den Rücken gekehrt, da die Industriearbeitsplätze abhanden gekommen sind. Es geht hier also nicht nur um Polizeigewalt, sondern es geht hier auch um die Perspektivlosigkeit. Manche Beobachter sprechen davon, dass die Situation von jungen Menschen in Baltimore ähnlich sei oder vergleichbar sei mit der in Nigeria. Also die Polizei hält sich im Gegensatz zu Ferguson ziemlich zurück. Deswegen steht sie auch jetzt wiederum in der Kritik, da viele Geschäftsinhaber der Ansicht sind, warum hilft uns keiner, wenn hier geplündert wird, wenn mein Laden angezündet wird. Aber das ist die erklärte Strategie der Bürgermeisterin bislang gewesen. Nichtsdestotrotz wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die gilt ab morgen Abend 10 Uhr, 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Darf niemand mehr sein Zuhause verlassen, es sei denn, er muss zur Arbeit oder er hat einen medizinischen Notfall. Gleichzeitig wurde der Notstand ausgerufen und das bedeutet, dass jetzt die Nationalgarde zur Hilfe kommen soll. Man hat eben keine Antworten gefunden, was man den jungen Menschen dort anbieten kann, nachdem eben so viele Arbeitsplätze weggebrochen sind. Insofern zeigt sich die Bürgermeisterin, die ja auch eine Afroamerikanerin ist, anders als in Ferguson. Auch der Polizeichef ist ein Afroamerikaner. Unter einem afroamerikanischen Präsidenten sogar passieren diese Dinge. Das zeigt doch, dass es zwar viele Bemühungen gegeben hat und Anstrengungen, es ist Geld in die Bildung investiert worden, aber nicht flächendeckend und nicht ausreichend genug, sodass die jungen Menschen eben das Gefühl haben, dass sie ungerecht behandelt werden, von der Polizei schikaniert werden und dass sie einfach aus ihrem Teufelskreis nicht rauskommen. Deswegen hat man das Gefühl, dass ihnen jetzt alles egal ist. Sie haben sowieso nichts mehr zu verlieren.